Hallo, ich bin Marcel, mache um Gott vor Ragnarök weiter. Los geht's! Entdeckt, wieso ist das entdeckt? Höri, nein, 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 hey, bin doch ausgewichen. Na, nein. Ein großer Lichtball kommt auf dich zu. Nein, nein. Hey, hier ist er gerade. Nein, nein, du zu schauen. Schatzkarte, vergiss den Turm komplett. Okay. Also es ist stark. Ein Ehrenabzeichen. Die Alben hatten so welche. Sie hängten sie vor ihren Hütten auf und zeigten so meinem Bruder ihre Treue. Okay. Verschlossen. Man braucht zwei Schlüssel dafür. Was wohl hinter dieser Tür ist? Die Schönheit einer verschlossenen Tür. Dahinter könnte alles sein. Monster, Schätze, bei unserem Glück vermutlich beides. Stärkes ist, wollte ich nicht zurück. Dein Bruder wollte das Weltenreisen lernen. Die Romanze mit seiner Lehrerin nahm wohl kein gutes Ende. Ja, für ihn. Freya war untröstlich und beschloss, eine große Tat zu vollbringen, um sie zurückzugewinnen.
Er setzte sich die größte aller Gesten zum Ziel. Er wollte der Erste sein, der die flüchtige Quelle des Bifrostlichts findet. Das kann warten. Sei auf der Hut. Boah, so lang tut es nicht. Jawohl. 14 aber. Freya, zurück zu deinem Bruder. Er hatte es sich zur Aufgabe gemacht, die Quelle des Bifröstlichts zu finden. Ja, das stimmt. Und es gelang ihm, wenn auch eher durch Zufall. Freya glaubte, er fände sich am besten zurecht, wenn er sich mit einer mächtigen Mischung Warnenkräutern stärkte. Wenn er wanderte, dann wanderte er. Warte. Was ist das? Okay. Griff, die in einem so heißen Feld geschmiedet wurde, dass sie nie wieder eingeschmolzen werden kann. Okay. Super, nehmen wir auch noch ein bisschen mit. Also Freya,
Wie hat denn Kraus es geschafft, zufällig die Quelle des Bifröstlichts zu finden? Indem er tat, was er am besten konnte. Von Kräutern berauscht herumwandern. Spar dir das für später auf. Komm. Nein. Muss ich da hoch? Freya, hier. Eine Morgenblüte. Interessierst du dich jetzt für Botanik? Voller Blüten. Gefallen begonnen, okay. Lebendig. Was ist jetzt am Moment? Noch ein schlafender Troll, den Zwergen sei Dank. Dein Bruder es geschafft, zufällig die Quelle des Bifröstlichts zu finden. Indem er tat, was er am besten konnte. Von Kräutern berauscht herumwandern. Und so schaffte er es, dass er beim Wandern vom Weltenbaum direkt im Seelensee landete. Es reicht erstmal. Aufpassen. Topper. Warte, ich komme da nicht her. Yeah.
Oh geil. Das ist von vielen Jönungs-App. Jönungs-App gesammelt, die zur Erholung Erhöhung der maximalen Gesundheit benötigt werden. Du sagtest, er wäre vom Weltenbaum zum Seelensee gewandert. Das stimmt. Die Alben hatten noch nie jemanden aus dem See kommen sehen. Es erregte also einige Aufmerksamkeit. Ho, das ist ja urkomisch. Ich weiß nicht, ob er dann seinen Charme spielen ließ oder sie ihn einfach so für eine große Gottheit hielten. Aber natürlich hatte er die Reise nicht unternommen, um Verantwortung zu übernehmen. Also blieb er nicht lange. Trotzdem wurde die Legende seines Erscheinens durch die Zeitalter weitergegeben. Sie überdauerte sogar die Spaltung. Bei Licht und Dunkelalben gleichermaßen. Und als er schließlich zurückkehrte, war er in der Lage, das Vertrauen beider Seiten zu gewinnen und zu helfen, Frieden zu stiften. Das Problem war nur, dass beide Seiten ausschließlich ihm vertrauten. Der Frieden hing also davon ab, dass er anwesend war. Genug geredet. Sei bereit. Eine Statue meines Bruders. Gabe. Das ist seltsam. Die Runen sind dunkel. Welchen Zweck hat das Ganze hier, außer die Eitelkeit meines Bruders zu beweisen? Schwer zu sagen ohne eine Inschrift. Aber die Alben haben das wohl gemeinsam erbaut. Licht und Dunkel. Damit wäre es der erste Akt der Zusammenarbeit seit Generationen. Weit entfernt von dauerhaften Frieden, aber zumindest ein Denkmal. Eines, das die Möglichkeit des Friedens symbolisiert. Die Statue hat Freyas Abwesenheit überdauert, der Frieden jedoch nicht. Denkmale sind sinnlos, wenn ihre Botschaft ignoriert wird. Er hat den Frieden nicht nur durch Diplomatie erreicht. Seine Göttlichkeit. Seine Präsenz hat das Land geheilt und den Frieden ermöglicht. Als er ging, muss gewusst haben, was passieren würde. Tja, er hatte gute Gründe. Ein Schwachkopf hat seine Schwester überredet, einen Irren zu heiraten. Du hast recht. Normalerweise müssten wir dafür sorgen. Wenn wir einen Kristall auf der anderen Seite anbringen, bringt das vielleicht Licht in die Sache. Nichts ermahnt ein Volk besser als gemeißelter, gut beleuchteter Marmor. Ja.
Okay. Da ist der Stöber. Und dann muss der Ebra laufen. Das hat. Okay, das geht nicht. Ah, oh, ich bin mit der Auto weg. Okay, das glaube ich. Da oben. Der Ring aus Kristallsplittern leuchtet. Anscheinend können wir jetzt auch die Inschrift lesen. Dem Erleuchteten zu Ehren, möge seine Gabe des Lichts ewig strahlen. Gabe des Lichts. Das ist eine Wissensmarkierung, oder? Das Licht der Kristalle. Es ist jetzt im Sand. Sieh mal einer an. Freyrs Gabe ist ein Geschenk. Verstanden?
Gabel. Beschwört eine Wolke von elektrischen Geladen. Die Würmchen, um sich zu verteidigen. Okay. Danke, Ben, das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Tut mir leid, dass es euch gefallen hat. Lasst ein Abo da. Tschüss zusammen.